Man sieht sie nicht, aber sie sind da. Circa 30 Wölfe streunen durch die Wälder in Österreich und suchen nach Beute. Das macht die Landwirte, die jetzt ihre Tiere auf die Almen treiben, nervös. Lange mussten die Murbodener Rinder von Biobauer Alois Kiegel auf dem Hof bleiben. Zu viel Schnee lag im Raum Hochalm-Berndal im Choralmgebiet. Der Almauftrieb ist mit Sorgen verbunden. Zwei Kälber wurden in den letzten Jahren genau hier im Wandergebiet gerissen. Also der Wolf sucht sich immer das, was am einfachsten geht. In dem Fall waren es neugeborene Kälber, die jetzt am zweiten Tag nach der Geburt dann vom Halter nur mehr in zerfetzter Art und Weise aufzufinden waren. Im letzten Jahr sind österreichweit knapp 300 Nutztiere von Wölfen gerissen worden. Heuer schon 5 Schafe in der Steiermark. Uns wäre jegliche Form des Vergrämens oder des Abhaltens von einer Wolfswiederbesiedelung recht, wenn man damit wirklich die Gefahr auf sich nimmt, dass man den Weidebetrieb und die Almwirtschaft echt gefährdet oder eben sogar aufgeben muss. 50.000 Rinder, Schafe und auch Ziegen und Pferde grasen jeden Sommer auf den steirischen Almen. Geben die Almbauern auf, wird diese Kulturlandschaft auch für Wanderer und Touristen unattraktiv. Na, es wäre in vielen Aspekten ein Nachteil, nicht? Mit unseren Hütten, mit unseren Wegehaltungen. Und ganz klar, die Almwirtschaft und die Almerhaltung ist für uns alle ganz ein wichtiges Ziel. Und für alle Alpinenvereine, für den Alpenverein, aber natürlich für jeden Erholungssuchenden. Und da können wir die Sorgen sehr gut nachvollziehen. Der Landwirtschaftskammer und dem Verein Almwirtschaft bereitet auch der Umstand Sorge, dass Kühe durch Wolfsangriffe aggressiver werden. Diese Zäune halten keine Wölfe ab, sie dienen dem Schutz der Wanderer. Das sind jetzt Versuche, wo man sagen kann, wir müssen das in den Griff kriegen, auch nicht, weil wir natürlich nicht wollen, dass irgendwer zu Schaden kommt auch auf unserer Alm da.